Generator ist aus. Was denkst du, wie lange schon? Schwer zu sagen. So kalt wie es hier ist, bestimmt seit heute Morgen. Durch den vielen Schnee ist der Abzug wahrscheinlich dicht. Okay, Sonny, du und Henry, ihr kümmert euch um das Fleisch. Nehmt euch am besten große Stücke Rindfleisch, Truthahn und Hühnchen. Müsste alles drüben in der Kühltruhe liegen. Ja. Glaubst du, es wird alles gut gehen? Was soll das ein Witz sein? Verlieren wir keine Zeit. Es wird sicher bald dunkel. Diesmal nehmen wir nur die Konservendosen mit. Wir kommen später nochmal wieder und holen Kartoffeln, Brot und Gemüse und Milch. Die kleinen Kinder brauchen Milch. Hey, Mike. Werden die einem sagen, wie der Name von dem Kerl lautet, wenn man die Klötze anders legt? Wozu soll das gut sein? Ich weiß es nicht. Mike, ich habe echt Angst gekriegt. Hab ich auch, aber ich glaube, wir sollten das erstmal für uns behalten. Wir müssen noch eine Nacht überstehen. Mike! Komm schon, die Konserven. Laden wir sie auf. Sagen. Na los, hup endlich weiter! Komm, wir wechseln uns mal ab. Deine Augen sind besser. Mrs. Kingsbury! George! George Kirby! Es geht mir gut. Geh nach oben und such deinen Mann und deinen Jungen. Aber die Kinder... Wer will Häschen in der Grube spielen? Ja! Wo ist meine Mami? Soll ich mal nachsehen, ob ich sie oder deinen Daddy oben irgendwo finde? Ja, bitte, Mrs. Beals. Wo ist Wifey? Eben war er noch hier. Oh, er ist bestimmt mit Donnie die Treppe raufgerannt. Er will sicher auch einen Donut kriegen. Ich schicke sie beide runter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss sie finden, Molly. Du weißt doch, wie es da draußen ist, Jack. Ich weiß, dass sie da irgendwo ist. Sie irrt umher und muss vielleicht 50 Meter vor dem Haus erfrieren. Und wenn du da rausgehst, wirst du dich vielleicht auch verirren. Sie hört ganz sicher die Hupe, wie bei Nebel auf See. Sie kennt das doch. Ich werde Ferd ablösen. Hatch sagt, wenn du da rausgehst, dann... Hatcher hat mir überhaupt nichts zu sagen. Das ist meine Frau, die da draußen ist. Geh nur bis zum Geländewagen. Lauf nicht einfach drauf los, Jack! Wo ist Ralphie? Ich weiß es nicht. Ist der nicht mit dir hochgegangen? Nein, er hat mit den anderen zusammen aufgeräumt. Was sagst du da? Ralph ist nicht unten? Er ist nicht bei den anderen? Nein, er war nicht da. Cat wollte gerade... Ich hab dir doch gesagt, du sollst auf ihn aufpassen! Ich hab nicht gesehen, ich hab dir gesagt, du sollst auf ihn aufpassen! Schrei sie nicht an! Das war die letzte Kiste. Sonny, du und Henry, ihr holt das Brot. Räumt das ganze Regal okay. in. Kirk, du nimmst mindestens 100 Pfund Kartoffeln. Ich hol die Milch. Kommt, beeilt euch. Ich will so schnell wie möglich zurück. Oh mein Gott. Oh Gott, Mike. Das ist Jane Kingsbury. Mit Donny Bill draufgegangen. Pippa, wo war Ralphie? Du musst ihn zuletzt gesehen haben. Ich glaube, der ist gar nicht böse. Ist schon gut, Schatz. Bringen Sie ihn bitte in Sicherheit. Jonas? Molly? Was ist? Ich weiß es nicht.
zum Teufel will er? Ralphie? Ralphie, wo ist der Mann hingegangen? Er muss verschwunden sein, als ich mich umgedreht habe. Da gibt's doch keine andere Tür, wo er raus kann, du Blödmann. Halt die Klappe, Donny Beals. Was ist das, Wolfie? Das ist von ihm, das habe ich von ihm geschenkt gekriegt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Mann böse ist. Kinder kriegen keine Geschenke von bösen Männern. Darf ich mir das mal ansehen, ja? Nicht. Molly, nicht. Ist schon in Ordnung, Mom. Hab keine Angst. Du meinst, du weißt, was da drin ist? Du hast schon nachgesehen? Ja, wir haben sogar zusammen gespielt, ich und Mr. Linouche. Er sagte, das ist was Besonderes. Ich soll es teilen, es ist nicht nur für mich. Das ist für alle auf der Insel hier. Ich würde das lieber nicht öffnen, Molly Anderson. Wir dürfen nicht vergessen, was wir alle geträumt haben. Und die möglicherweise wahre Natur dieses Mannes. Nein, ich... Ich weiß, Sie würden das nicht öffnen. Aber er hat meinen Sohn zweimal mit seinen dreckigen Pfoten angefasst. Mrs. Kay. Und sonst kein anderer. Was glaubst du, wo die sind? George. Und Angie. Bill Timmons. Wie hat er sie hierher gebracht? Wo steckt dieser Typ? Hat jemand diesen Typen im Laden gesehen? Sie da reingekriegt. Jetzt beruhig dich, Sonny. Wieso passiert uns bloß das? Du bist doch Reverend Riggins, Hilfsprediger der Methodistenkirche. Ihr habt doch immer ein Zitat aus der Bibel zur Hand. Ihr müsst doch irgendeine Ahnung haben, wieso das hier passiert. Du kennst bestimmt die Geschichte von Hiob aus der Bibel. Ja. Ein Teil dieser Geschichte wurde nie aufgeschrieben. Nachdem Hiobs Seele die Heimsuchung überstanden und Gott gewonnen hat, fällt Hiob auf die Knie und sagt, Gott, wieso tust du das gerade mir an? Mein Leben lang habe ich dir gehuldigt und dennoch hast du mein Vieh getötet, hast meine Ernte vernichtet, meine Frau und meine Kinder getötet. Du hast mir 100 Plagen geschickt und das alles nur, weil du mit dem Teufel gewettet hast. Tja, gut, in Ordnung. Aber eins möchte ich doch gerne wissen, Gott. Nur eins möchte dein bescheidener Diener wissen. Warum gerade ich? Hiob wartet. Und genau in dem Augenblick, wo er davon überzeugt ist, dass Gott ihm nicht antworten wird, entsteht über ihm ein mächtiges Gewitter. Blitze zucken und eine Stimme ruft zu ihm herunter. Hiob, ich schätze, du hast irgendwas an dir, das mich einfach ganz fürchterlich nervt. Hilft dir das? Auch nicht. Angie! Wir sind hier! Angie! Jack, steig ein, wärm dich erstmal ein! Sie ist irgendwo hier draußen! Drück weiter auf die Hupe! Ganz ruhig, Jack, wir werden sie finden! Meine Frau ist irgendwo da draußen und ich weiß, dass sie lebt, ich fühle es! Also hup weiter, hörst du? Hedge, Jack, seht nur! Angie! Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Buster fragt schon dauernd nach dir. Mein Gott, Angie, was ist passiert? Wo hat er dich hingebracht? Was hat er dir angetan? Wir müssen ihm geben, was er will. Was? Was sagst du, Schatz? Ich kann dich nicht verstehen! Linouche? Ja, Linouche. Wir müssen ihm geben, was er will. Er hat mich zurückgebracht, damit ich es euch sage. Wir müssen ihm geben, was er will, versteht ihr? Wir müssen ihm geben, was er will. Angela.
mein Gott. Was will er? Hat er es dir gesagt? Er sagt, er wird es uns heute erzählen. Er wird heute Abend eine Versammlung einberufen und dann wird er es uns erzählen. Er sagte, wenn sich jemand weigern sollte, wenn jemand nicht das tun will, was das Beste für die Stadt ist, dann soll er sich an den Traum von letzter Nacht erinnern. Sie sollen nicht vergessen, was damals passiert ist in Roanoke. Und sie sollen nochmal an Croton denken, was immer das auch ist. Jack, schnell bring mich rein, ich friere. Ich will Buster sehen. Ja, sicher. Hatch, irgendein Zeichen von Bill Timmons oder George Kirby? Nein, und von Mrs. Kingsbury auch nicht. Jane Kingsbury ist tot. Also sagte das kleine Hühnchen, ich weiß, wo mein Ball sein muss. Der böse kleine Junge hat ihn in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Aber ich kann ihn finden, weil meine Nase nämlich sehr... Ich bin ein kleiner Peter, dick und rund. Sally, hör auf mit dem Singen, in Ordnung? Ich lese doch eine Geschichte vor. Ich fülle mein Mund und wenn das Wasser plöppert, was ist los, Kat? Ruf ich durchs Haus, nimm mich ich vom weiß Feuer es nicht. Und schüpp mich aus. Sie wollen wohl lieber singen. Ich bin ein kleiner... Hey, hört mal her. Beruhigt euch wieder. Bitte setzt euch alle hin. Mike? Die Kinder benehmen sich so komisch. Komisch? Wie meinst du das? Ich weiß jetzt, wie leicht das ist, aus der Welt herausgerissen zu werden. Ich wünschte, ich wüsste es nicht, aber ich weiß es. Komm, trink. Na los. Ich habe nur da gestanden und mir den Leuchtturm angesehen. Dann war ich in seiner Gewalt. Ist schon okay. Jetzt ist es vorbei. Ich habe mir die Finger verbrannt, seht ihr? Sie sind rot. Aber sie sind eiskalt. Angie, möchtest du lieber ein bisschen allein sein? Du brauchst es uns nur zu sagen. Nein, hier geht es um uns alle. Alle sollten zuhören. Was ist mit dir passiert, Angie Carver? Wir haben uns angesehen, wie der Leuchtturm umstürzte und dann flog ich nach hinten mit Wucht in den Schnee. Zuerst dachte ich, jemand hat sich einen Scherz erlaubt. Dann drehte ich mich um zu sehen, wer mich umgestoßen hat. Das war kein Mensch. Er hatte das Gesicht eines Mannes und war wie ein Mann gekleidet, aber... Dort, wo man seine Augen vermutete, waren schwarze Höhlen. Und als er mich anlachte und ich seine Zähne sah, wurde ich ohnmächtig. Zum ersten Mal in meinem Leben. Einfach so. Und als ich wieder zu mir kam, da flog ich. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist wahr. Und vor uns, als ob er uns führte oder... Oder dafür da war, dass wir uns oben hielten, flog ein Stock. Ein schwarzer Stock. Ein schwarzer Stock mit einem silbernen Wolfskopf. Und so schnell wir auch flogen, dieser Stock flog immer vor uns. Unter uns sahen wir die Insel. Der Sturm war vorbei. Die Sonne schien. Und überall wimmelte es von Polizisten auf Schneemobilen. Polizisten vom Festland und Staatspolizei und... Und da waren auch Wildhüter und Fernsehteams waren da von den regionalen Sendern und den überregionalen. Und alle, die dort waren, suchten nach uns. Doch wir waren verschwunden. Wir waren dort, wo uns niemand finden konnte. Genau wie in dem Traum. Ja, genau so. Dann flogen wir höher und ich konnte die Wolken fühlen. Sie waren nicht so kalt, wie man sich Schneewolken vorstellt, aber nass wie feuchte Watte.
Oh, und George merkte, was das Ding vorhatte. Und er schrie. Aber das Ding öffnete einfach seinen rechten Arm. Und ich lag in seinem Link. Und was passierte dann, Angie? Er sagte mir, er würde mich zurückbringen. Wieder zurück in diese Welt und wieder zurück durch den Sturm. Er wollte mich am Leben lassen. Wollte, dass ich zurückkomme und euch davon erzähle. Um euch allen zu sagen, dass wir ihm geben müssen, was er will, wenn er heute Abend kommt. Wenn wir etwas haben, was dieser Mann Linoche will, wieso nimmt er es nicht einfach? Ich denke nicht, dass er das kann. Ich glaube, wir müssen es ihm geben. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich durch den Schnee stolperte. Die Hupe war das Einzige, was ich hörte, und ich dachte, vielleicht ist der Leuchtturm ja noch nicht umgekippt, denn ich kann ja das Nebelhorn hören. Und ich versuchte, in die Richtung zu laufen. Und dann sah ich, wie jemand aus dem Schnee auftauchte. Und ich dachte, er ist zurückgekommen und er nimmt mich wieder mit hoch in die Luft. Und dieses Mal lässt er mich fallen. Aber er war es nicht. Du warst es, Jack. Du warst es. Wieso? Wieso wir? Vielleicht weiß er, dass wir ein Geheimnis für uns behalten können. Ich habe hier ein paar Spiele und... Was? Was ist denn los? Buster! Heidi! Pippa! Ralphie, alles in Ordnung? Pip? 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 Was ist denn los, Schatz? Pip? Pippa, was ist los, Schatz? Schatz! Pip, was ist denn? Sag schon! Was ist los? Was ist mit den Kindern? Ich weiß nicht, aber ihre Augen sind... Sie sind völlig ausdruckslos. Pip, wach auf! Komm schon, wach auf! Komm schon, Schatz, wach auf! Hört ihr? Ihr sollt aufwachen! Hey, seht doch nur! Das ist der Kopf von einem Hündchen. Von einem silbernen Hündchen. Echt cool. Von einem Hündchen. Ja, ein süßer Hund. Was sehen die denn da? Hol Mike. Worauf wartest du? Hol Mike. Ein kleines Hündchen, ja. Sie soll versuchen, sich ein wenig auszuruhen. Das ist eine gute Idee. Mike! Mike, irgendwas stimmt mit den Kindern nicht. Oh Gott. Buster! Ist irgendwas mit Buster? Angie, besser du bleibst hier! Buster! Buster, was macht ihr da? Was ist denn los? Worauf starrt ihr denn so? Donny, hör auf! Aus dem Weg! Lass mich los, ich will den Hund sehen! Hör auf! Ich will ihn sehen! Lass mich Nein, los! Ralphie. Lass mich los! Nein, Ralphie! Lass mich los! Ich will den Hund sehen! Pippa, nein! Nein! Was ist los? Lass mich los, du Schlampe! Pippa! Schatz, was ist denn los? Sie sind tot! Er hat sie alle getötet! Gott, nein, nicht Sally, nicht meine Sally! Ralphie? Ralphie? Ist er? Nein. Hey!
ihn ja tot! Hört auf, ihr bringt ihn um! Hilft er? Was? Ich weiß es nicht. Hilf ihm doch! Komm schon, Baby. Komm zu deiner Mama. Ich brauche einen Arzt. Da musst du schon Glück haben, Beals. Der nächste ist auf der anderen Seite des Kanals in Machias. Und der Sturm hat bereits Orkanstärke. Wo ist Fürth? Er hat doch eine Ausbildung als Sanitäter. Fürth Andrews, verflixt, wo steckst du? Ich bin hier. Dann beweg deinen Arsch hierher und guck dir meinen Sohn an. Komm mal hierher. Na los, Leute, mach doch mal Platz. Es reicht halt endlich die Klappe. Sag mir nicht, ich soll die Klappe halten, du kleiner Mann. Hört auf, alle beide. Aufhören, habt ihr gehört? Haltet endlich eure Klappe! Robbie, ich glaube nicht, dass Don in unmittelbarer Gefahr ist. Oder Pippa, oder Ralphie, oder sonst jemand. Dann sind sie nicht tot. Ich glaube, er schläft. Das ist kein Schlaf. Wenn sie schlafen würden, könnten wir sie wecken. Ist schon gut. Ich bin bei dir. Was ist es dann? Ich weiß es nicht. Spaß, Kinder? Ich glaube, so langsam ist der Generator hinüber. Ja, ein Wunder, dass er so lange gelaufen ist. Es kümmert sich ja keiner um ihn. Der Wind hat den Abzug immer freigeblasen, aber er hat wohl gedreht. Das wäre ja eine gute Nachricht. Das bedeutet, der Sturm ist fast vorbei. Kommen die in die Versammlungshalle? Ja, natürlich. Mike will, dass die zuerst fertig ist. Es gibt da zwar eine Notbeleuchtung, aber die reicht ihm wohl nicht. Ich habe gerade die neuesten Nachrichten des Wetterdienstes über Kurzwelle abgehört. Die sagen, dass wir morgen Abend vielleicht den Mond sehen können. Oh, das ist ja wundervoll. Ja. Weißt du, wo Ursula steckt? Ja, sie ist unten bei Sally und den anderen. Sie hat geschlafen, als ich sie gesehen habe. Aber nicht so, wie die Kinder schlafen, versteht ihr? Oh, das wird schon wieder. Die wachen irgendwann einfach wieder auf. Du wirst schon sehen. Ich hoffe, du hast recht, Havia Gotzo. Ich bete, dass du recht hast. Kann ich helfen? Ja, du könntest runter in die Küche gehen und die restlichen Kerzen holen. So wie es aussieht, wird der Generator ausfallen. Was getan? Nein. Hat sich wirklich bei keinem was verändert? Nein. Aber ihre Atmung ist normal, ihre Reflexe sind normal und wenn man das Augenlid hochzieht, reagieren ihre Augen auf das Licht. Das ist gut. Sie träumt. Tun sie alle. Wo ist Robbie, Sandra? Weiß ich nicht.
Kommst du mit ein paar Kerzen holen? Schatz. Geh ruhig. Im Radio haben sie gesagt, dass der Sturm bis Mitternacht so gut wie vorbei sein wird. Wenn Linosch irgendwas im Schilde fällt. Ich glaube, dessen können wir uns ziemlich sicher sein. Oh, verdammt. Hallo, Joanna Stenho. Sie sind froh, dass die alte Hexe tot ist. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan, so ist es doch. Sie haben sich nichts anmerken lassen, aber innerlich haben Sie vor Freude getanzt. Ich weiß es. Ich rieche es wie Moschus auf Ihrer Haut. Wenn dieser Kerl kommt, Michael, dann müssen wir ihm geben, was er will. Ich habe gebetet und der Herr gab mir diesen Rat. Wir werden ihn anhören und dann werden wir entscheiden, okay? Das ist nicht der Zeitpunkt, um stur zu sein. Das ist der Zeitpunkt, an das Allgemeinwohl zu denken, so schwer uns das auch fallen mag, Michael. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und der Hochmut kommt vor dem Fall, das Buch der Sprüche. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. So steht es im Matthäus-Evangelium. Bleib bitte hier. Wir haben das unter Kontrolle. Ich weiß, dass du das glaubst, Michael, aber nicht alle von uns sind davon überzeugt. Kommen Sie rein, Männer. Tun Sie das nicht, Constable Anderson, es sei denn, Sie wollen, dass sich diese Frau das Gesicht verbrennt. Wollen wir sehen, wie es brennt? Nein. Dann kommen Sie rein. Sie haben ein paar Probleme mit dem örtlichen Hexendoktor, nicht wahr? Ich habe hier etwas, das Sie sich für später merken sollten, vorausgesetzt, dass es ein später gibt. Reverend Bobby Riggins hat zwei Nichten drüben in Castine. 11 und 9 Jahre alt. Süße kleine blonde Mädchen. Er mag sie sehr. Zu sehr. Sie verstecken sich immer, wenn sie sehen, wie sein Wagen in die Einfahrt... Lassen Sie sie runter! Wenn Sie Mrs. Stanhope nicht in der Rolle der größten Geburtstagskerze der Welt sehen wollen, rate ich Ihnen nicht zu sprechen, bis Sie dazu aufgefordert werden. Schließen Sie die Tür, Hedge. Sie wollen es gar nicht wissen, nicht wahr? Nicht Ihre Version, nein. Vielleicht glauben Sie mir nicht. Ich glaube Ihnen. Aber die Sache ist die, Sie sehen nur das Böse und nicht das Gute. Im Großen und Ganzen, Constable, ist das Gute eine Illusion. Wie die Märchen, die die Menschen sich erzählen, damit sie ihre Tage überstehen, ohne immer schreien zu müssen. Das glaube ich nicht. Ich weiß. Ein guter Bürger, bis es zu Ende geht. Aber ich glaube, diesmal werden Sie den Kürzeren ziehen. Ihre Stadt ist voll von Ehebrechern, Pädophilen, Dieben, Habgierigen, Mördern, Schlägern, Schurken und lüsternen Vollidioten. Und stellen Sie sich vor, ich kenne jeden einzelnen von Ihnen. Geboren aus Gier, Staub wird aus dir. Geboren allein. Komm doch rein. Sagen Sie endlich, was Sie wollen, Linosch! In einer Stunde sollen alle Bürger hier auf diesen Bänken sitzen. Sorgen Sie dafür. Wir werden eine außerplanmäßige Stadtversammlung abhalten, 21 Uhr. Pünktlich bitte. Und danach? Nun ja, wir werden sehen. Was sehen wir? Ob es diese Stadt überstanden hat oder ob ich erst anfange. 21 Uhr, Constable. Sie, Hedge, Sie... Reverend Bobby, Bürgermeister Robbie. Alle sollen kommen. Er ist der Teufel! Er ist der Teufel! Lass ihn nie wieder in meine Nähe. Ich werde alles tun, aber lass ihn nie wieder in meine Nähe kommen. Mike, was sollen wir tun? Was können wir denn tun? Wir hören uns nachher an, was er will. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Doch ich wüsste nicht welchen. Komm, sagen wir es, Robbie. Was ist mit den Kindern? Ich passe auf sie auf. Ich will nie wieder dort sein, wo er ist. Nie nein, wieder. Joe, nein.
Er hat gesagt, alle sollen da sein. Das bedeutet du auch. Wir bringen die Kinder in ihren Betten hier rauf. Wir stellen sie hinten im Saal auf. Ja, das machen wir. Psst. Ladies and Gentlemen, genau wie ihr weiß ich auch nicht, worauf wir warten. Aber... Warum setzt du dich dann nicht hin und wartest wie der Rest von uns, Robbie? Ja, Robbie, setz dich hin. Johnny, ich wollte ja nur sagen, dass ich glaube, dass wir mit dieser Situation sicher fertig werden, wenn wir zusammenhalten. So wie wir auf dieser Insel immer zusammengehalten haben. Davy Hopewell, dein schulfreier Tag wäre ein sehr schönes Aufsatzthema, nicht wahr? Dein Vater ist ein Dieb. In den letzten 6 Jahren hat er mehr als $14.000 aus der Schiffszubehörfirma mitgehen lassen, für die er arbeitet. Er hat mit dem Geld gespielt. Er hat alles verloren. Dad? Ich weiß nicht, wer Sie sind, Mister. Aber Sie lügen. Sie lügen. Geboren mit der Last, den Vater gehasst. Nicht wahr, Davy? So ist es doch, oder? Sieh an, Johnny Harriman. Der Junge, der die Mühle auf der anderen Seite des Kanals in Metshires niedergebrannt hat. Das habe ich nicht getan. Natürlich haben Sie das. Vor 2 Jahren, gleich nachdem man Ihnen gekündigt hat. Und Kirk hat geholfen, nicht wahr? Wozu hat man schließlich Freunde? 70 Männer haben ihre Jobs verloren, aber Sie haben sich gerecht und nur das zählt. So ist es doch. Da hast du's, du Penner. Hast uns ja toll in Schwierigkeiten gebracht. Halt die Klappe! Ihr müsstet euch mal den Schwulen ansehen, den ihr zusammengeschlagen habt. Jack, die Augenklappe mit dem Paisley-Muster, die ihr trägt, würde Ihnen gut gefallen. Bitte hören Sie auf!
Der Kerl wohnt in einem dieser Löcher in der Canal Street, gegenüber der Lisbon Street. Sie könnten die Adresse kriegen. Vielleicht wollen Sie ihn ja mal besuchen und nehmen ihm auch noch den Rest seines Augenlichts. Lucian, was sagen Sie dazu? Stechen Sie ihm sein anderes Auge auch aus und bringen Sie den Job zu Ende. Alex? Geboren allein. Komm doch rein. Robbie, warum musste ich unter Fremden sterben? Das hast du mir immer noch nicht erklärt. Warum musste ich sterben, während ich nach dir rief? Wo ich doch nur einen Kuss wollte. Legen Sie das hin. Wieso erzählst du diesen Leuten nicht, wo du warst und was du getan hast, als ich starb, Robbie? Ich glaube, Ihre Frau würde das ganz besonders interessieren, oder? Halt endlich deinen Mund! Sandra, hör nicht auf sie! Das sind alles, alles Lügen! Deine Augen! Ich werde deine Augen essen. Und zwar bei lebendigem Leib. Keine Sorge, Freunde. Er wird sich bald wieder erholen, da bin ich ganz sicher. Es ist doch ganz nett, ihn ein wenig in der Ecke kauern zu sehen. Finden Sie nicht? Ach, kommen Sie schon. Sagen Sie die Wahrheit. Und beschämen Sie den Teufel. Wo wir dann auch endlich beim Thema wären. Ich möchte Ihnen gern die Sachlage erklären. Wieso sind Sie hergekommen? Wieso wir? Vielleicht haben wir nur irgendetwas an uns, das ihn furchtbar aufregt. Ich bin hier, weil Inselbewohner in der Regel zusammenhalten, wenn es um das Wohl der Leute geht. Und Inselbewohner wissen auch, wie man ein Geheimnis hütet. Das war 1587 in Roanoke Island so und das wird auch 1989 für Little Tall Island gelten. Sagen Sie es uns. Reden Sie nicht um den heißen Brei rum. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ihre Kinder sind jetzt zwar bei Ihnen, aber sie sind es auch wieder nicht. Dasselbe gilt für mich. Denn ein Teil von mir ist bei ihren Kindern. Sehen Sie? Oh mein Gott, das ist Harry! Jack, er hat unseren Buster! Oh mein Gott! Sie sind alle da. Und wenn ich sie fallen lasse... werden sie hier sterben. Direkt vor ihren Augen. Ihr Leben wird ausgeblasen. Wie die Kerzen im Wind. Bitte tun Sie meiner Sally nicht weh, Mister. Sie ist alles, was ich habe jetzt, wo Peter tot ist. Wir werden Ihnen geben, was Sie wollen, wenn wir etwas zu geben haben. Ich schwöre, das werden wir. Nicht wahr? Was ist es? Sagen Sie es uns. Ich lebe schon sehr lange. Seit vielen tausend Jahren. Aber ich bin weder ein Gott, noch bin ich einer seiner Unsterblichen. So, jetzt sehen Sie mich, wie ich wirklich bin. Alt und krank. Offen gestanden werde ich bald sterben. Gemessen an Ihrer Eintagsfliegenexistenz habe ich noch sehr lange zu leben. Ich werde noch auf Erden wandeln, wenn ihr alle, abgesehen von den Frischesten unter euch, Davy Hopewell und vielleicht der junge Don Beals, längst ins Grab gefahren seid. Aber gemessen an meiner eigenen Existenz habe ich nicht mehr sehr viel Zeit. Ihr fragt mich, was ich eigentlich will.
Nein. 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 Ich will jemanden, den ich aufziehen und unterrichten kann. Jemand, an den ich all das weitergeben kann, was ich gelernt habe und was ich weiß. Jemand, der meine Arbeit ausführt, wenn ich selbst dazu nicht mehr fähig bin. Ich will ein Kind. Eins von den 8, die dort hinten schlafen. Nein. Nein. Niemals. Es ist egal welches. In meinen Augen sind sie alle gleich. Gebt mir, was ich will, und gebt es mir freiwillig. Und ich werde gehen. Niemals. Niemals werden wir ihnen eines unserer Kinder geben. Niemals! Haltet ihn fest! Lass mich los! Haltet ihn fest, oder ich werde die Kinder fallen lassen und ich werde es tun. Das versprichst du. Auf damit, Mike! Lass mich los! Ihr sollt mich loslassen! Nein, Mike. Wir müssen zuhören, was er sagt. Nein, das müssen wir nicht. Zuhören ist das Schlimmste, was wir tun können. Sei still, Michael Anderson. Lass ihn ausreden. Molly. Molly? Ich denke, wir haben keine Wahl, Mike. Wir müssen ihm zuhören. Ich kann nicht einfach nehmen, was ich will, aber ich kann bestrafen. Ich versichere euch, ich kann bestrafen. Gebt mir eins der Kinder, damit ich es wie mein eigenes aufziehen kann, und ich werde euch für immer in Ruhe lassen. Er oder sie wird sehr viel sehen und noch leben, nachdem die anderen, die dort schlafen, gestorben sind. Gebt mir, was ich will, und ich werde gehen. Verweigert ihr mir meinen Wunsch, wird der Traum wahr, den ihr gestern Nacht alle geteilt habt. Die Kinder werden vom Himmel fallen. Und der Rest von euch wird ins Meer laufen, immer zu zweit. Und wenn der Sturm vorbei ist, werden sie diese Insel so vorfinden, wie sie Roanoke Island vorfanden. Und zwar leer. Verlassen. Ich gebe euch eine halbe Stunde. Diskutiert es. Und dann trefft eure Wahl. Hiermit eröffne ich die Versammlung. Ich halte es für das Beste, wenn wir in dieser Angelegenheit so verfahren, wie wir in allen städtischen Angelegenheiten verfahren. Denn das hier ist ja eine städtische Angelegenheit, nicht wahr? Hat jemand irgendwelche Einwände? Nein. Gut. Zur Debatte steht die Frage, ob wir uns einverstanden erklären, dieser Gestalt eins unserer Kinder zu geben. Er sagt, wenn wir ihm geben, was er will, wird er weggehen. Und er wird uns alle töten, inklusive der Kinder, wenn wir es nicht tun. Habe ich das richtig verstanden? Also schön. Wie entscheidest du dich, Little Tall? Wer möchte etwas dazu sagen? Ich sehe einfach keine Alternative, wenn es stimmt, dass er tun kann, was er sagt. Und glaubst du ihm denn? Anfangs habe ich mich das auch gefragt. Ich tue es. Ja, ich tue es. Roberta Coyne hat ein wichtiges Thema angeschnitten. Wie viele von uns glauben, dass Linus die Wahrheit sagt? Dass er alle auf der Insel auslöschen kann und wird, wenn wir uns ihm entgegenstellen. Ich bitte um Handzeichen. Mike, die Frage ist nicht, ob wir es tun werden oder nicht. Die Frage ist lediglich, ob wir glauben, dass er... Ich weiß, was die Frage ist. Wenn wir uns erst einmal auf diesen Weg begeben, wird es mit jedem Schritt leichter werden. Auch das weiß ich. Also gut.
Das heißt, dass wir ihm glauben. Das Thema wäre dann schon mal erledigt. Dann können wir ja jetzt noch einmal die Hauptfrage diskutieren. Ich möchte gerne etwas sagen. Sicher, du bist steuerzahlender Bürger, du hast das Wort. Nein, er ist kein Mensch. Ich habe nicht abgestimmt. Aber da bin ich voll und ganz eurer Meinung. Ich bin euer Constable. Der Mann, den ihr gewählt habt, damit er für Recht und Ordnung sorgt. Und ich habe gesehen, was er Martha Clarendon angetan hat. Was er mit Peter Godsoe gemacht hat und was er mit unseren Kindern gemacht hat. Und ich verstehe genauso gut wie ihr, vielleicht sogar besser als manch anderer, dass durch ihn eine reale Bedrohung besteht. Aber Freunde, wir geben unsere Kinder nicht irgendwelchen Verbrechern. Versteht ihr das denn nicht? Wir geben unsere Kinder nicht einfach so weg. Was haben wir denn für eine andere Wahl? Was sollen wir denn tun, Mike? Was können wir tun? Wir werden uns ihm widersetzen. Wir bekämpfen ihn. Wir benutzen unsere Willenskraft. Wir sagen einfach nein. Mit einer Stimme. Wir werden das tun, was über der Tür dieses Raumes geschrieben steht. Wir vertrauen auf Gott und aufeinander. Und dann verschwindet er vielleicht. So wie die Stürme es immer tun, wenn sie sich verausgabt haben. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das Matthäus-Evangelium, das hast du selbst zu mir gesagt, Michael. Es ist keine Stunde her. Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das Markus-Evangelium. Freunde, sollten wir es weggeben, dieses Kind. Eins von unseren Kindern. Wie sollen wir danach miteinander leben? Selbst wenn er uns verschont. Wir schaffen es mit Gottes Gnade. Wir haben alle was zu verbergen, Mike. Vielleicht ist es bei dir anders. Ach, Jack, nein! Nein, es ist bei mir nicht anders. Hier geht's nicht darum, damit zu leben, dass man bei einem Test betrogen hat oder dass man jemandem in betrunkenem Zustand wehgetan hat. Wir sprechen hier von einem Kind. Verstehst du das denn nicht, Jack? Michael! Nehmen wir mal an, du hast recht damit, ihn wegzuschicken. Nehmen wir mal an, wir legen unsere Arme umeinander, mobilisieren unsere Willenskraft und schleudern ihm ein entschlossenes, kollektives Nein entgegen. Nehmen wir an, wir tun das alles und er verschwindet einfach, geht dorthin zurück, wo er hergekommen ist. Du hast unsere Kinder gesehen. Ich weiß nicht, wo sie wirklich sind. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass der Flug hoch über den Wolken ein akkurates Bild vermittelt. Sie können fallen. Das glaube ich. Er muss nur mit diesem Stock wedeln und sie fallen. Wie sollen wir dann miteinander leben, wenn das passiert? Er könnte bluffen. Das tut er nicht, Michael. Das weißt du genau. Du hast es gesehen. Entschuldige, Michael. Du tust so, als wollte er das Kind umbringen, als sei es eine Art Menschenopfer. Für mich klingt das eher nach einer Adoption oder sowas. Und auch nach einem langen Leben. Wenn man ihm glauben kann, heißt das. Nach dem, was ich gesehen habe, tue ich das. Ja, ich tue es wirklich. Ich fass das einfach nicht. Ich fass das nicht. Linoche tötete Martha Clarendon mit seinem Stock. Er hat ihr die Augen aus ihrem Kopf geschlagen. Und wir diskutieren allen Ernstes darüber, ob wir diesem Monster ein Kind geben sollen. Wir könnten genauso gut unsere Seelen verschenken. Weißt du, was ich am allerschlimmsten finde, Michael? Nehmen wir mal an, du liegst nur halb richtig. Nehmen wir mal an, wir werden verschont und die Kinder sterben. Wie sollen wir uns dann noch in die Augen sehen? Wie können wir dann noch ein normales Leben führen? Und wie könnten wir dann noch mit dir leben? Er sagte eine halbe Stunde, Leute. Wir haben noch 10 Minuten bis dahin. Wir können das nicht tun. Wollt ihr das denn nicht verstehen? Wir dürfen das nicht tun. Seht ihr das nicht ein? Wir dürfen dieser Kreatur auf keinen... Ich glaube, wir haben deine Seite der Geschichte gehört, Mike.
Wieso setzt du dich nicht wieder hin? Sonny, vielleicht sollten wir tun, was er sagt. Also gut. Denkt darüber nach, Leute. Denkt gut darüber nach. Ihr könntet es bereuen. Ich werde mich zu Ralphie setzen. Was sagt ihr, Leute? Wie lautet eure Entscheidung? Gott, steh uns bei. Geben wir ihm, was er will. Geben wir ihm, was er will und schicken ihn dann fort. Selbst wenn es Sally trifft. Es ist mir lieber, sie lebt mit diesem bösen Mann, als dass sie stirbt. Mein Gott, Michael Anderson, wo ist dein Herz? Es sind Kinder. Wir können einfach nicht zulassen, dass er alle 8 umbringt. Sonst noch jemand? Nein. Bitte. Bitte. Ursula. Bitte. Hatch. Jack. Robbie, das könnt ihr nicht tun. Tut es nicht. Tut es nicht. Gebt diesem Kerl nicht nach. Das heißt Verdammnis. Also gut, schränken wir die Abstimmung ein. Die Eltern sollen abstimmen. Nur die Eltern, sie sind alle Einwohner. Nein! Nein, das ist nicht fair. Ich habe sie ganz allein großgezogen und ich habe viel Hilfe von den Menschen dieser Insel bekommen. Auch von dir und deiner Frau, Mike. Aber hauptsächlich war ich allein. Ich will auf gar keinen Fall so eine schwere Entscheidung alleine treffen müssen. Was ist eine Gemeinschaft wert, wenn sich die Menschen gegenseitig nicht helfen, wenn etwas Schreckliches passiert? Wenn man keine vernünftigen Alternativen hat. Ich hätte es selbst nicht besser ausdrücken können, Lynn. In Gottes Namen, stimmen wir ab und bringen die Sache zu Ende. Stell die Frage, Robbie. Na los, stell die Frage. Also gut, gut, wie ihr wollt. Aber eins sollte euch klar sein. Mein Sohn wird mit dieser Sache nichts zu tun haben. Oh doch. Ist das klar? Habt ihr das verstanden? Mein Sohn hat nichts mit dieser Obszönität zu tun. Doch, hat er. Wir haben uns nie vor unserer Pflicht gedrückt, Michael. Wir haben jahrelang am Leben auf dieser Insel teilgenommen und hieran nehmen wir auch teil. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, Molly. Das meinst du nicht ernst? Oh doch, Mike. Also gut. Ihr könnt mich mal. Schert euch alle zum Teufel. Ich werde meinen Sohn nehmen und von hier verschwinden. Du kannst nicht gehen. Wir stecken da alle mit rein. Lass mich los! Raus, los, Michael! Hatch, Finger weg! Hört auf, ihr tut ihm weh! Das reicht! Mike, krieg dich wieder ein. Beruhig dich. Michael, ganz ruhig. Schon gut. Okay. Ist gut. Michael, hast du dir... Nimm deine Finger weg. Mike, ich... Halt die Klappe, Hatch. Wenn du Zeit hattest, darüber nachzudenken, wirst du verstehen. Du wirst deine Meinung ändern. Es ist das Einzige, was wir tun können. Was sollen wir denn tun? Sollen wir für ein Prinzip sterben? Willst du das etwa? Denk doch mal darüber nach. Und wenn es Pippa ist, die Linoche mitnimmt? Dann werde ich mir selbst sagen, dass sie als Baby gestorben ist. Dass es der plötzliche Kindstod war, dass wir es nicht ändern konnten. Und ich werde es glauben. Melinda und ich, wir werden es beide glauben. Ruhe! Die Frage lautet wie folgt. Wollen wir Mr. Linoche geben, was er will, unter der Voraussetzung, dass er sein Versprechen einhält und uns dann in Frieden lässt? Wie entscheidest du, Little Tall?
Alle, die dafür sind, mögen das auf die übliche Weise kundtun. Ich bin Harrys Vater und ich stimme mit Ja. Ich bin seine Mutter und stimme auch mit Ja. Ich stimme mit Ja. Carla und ich stimmen mit Ja. Ja, wir haben keine andere Wahl. Keine andere Wahl. Ich stimme mit Ja. Es ist die einzige Möglichkeit. Ich auch. Ich stimme dafür. Ich stimme dafür. Ich stimme dafür. Ja, ich stimme dafür. Ein Leben zu verlieren ist besser, als alle Leben zu verlieren. Ich stimme mit Ja. Gegenstimmen? Alle sind dafür, bis auf einen. Der Antrag ist angenommen. Sind Sie zu einer Entscheidung gekommen? Das sind wir. Wir haben dafür gestimmt. Ausgezeichnet. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Es war schwer, meine Freunde. Und trotz der Dinge, die der Constable Ihnen vielleicht erzählt hat, ist es gut so. Es ist das Richtige. Offen gesagt, es ist das Einzige, was liebevolle, verantwortungsbewusste Leute unter den gegebenen Umständen tun können. Das hier sind Entscheidungssteine. Sie waren schon alt, als die Welt noch jung war. Man benutzte sie dazu, wichtige Fragen zu entscheiden, lange bevor Atlantis im afrikanischen Ozean versank. Es befinden sich 7 weiße Steine hier drin und ein schwarzer Stein. Sie wollen unbedingt, dass ich gehe. Ich weiß. Und das kann ich Ihnen auch nicht verübeln. Würde bitte jeweils ein Elternteil eines Kindes vortreten. Bringen wir es zu Ende. Es ist ziemlich einfach. Sie ziehen einen Stein aus dem Beutel, zeigen Sie Ihren Stein nicht, bis alle einen gezogen haben. Das Kind, dessen Elternteil den schwarzen Stein gezogen hat, kommt mit mir, um viel zu lernen, weit zu schauen und um lange zu leben. Mrs. Robichaud? Jill? Möchten Sie anfangen? Na los, Schatz. Tu es. Mrs. Hatcher. Ich kann das nicht, Robbie. Du. Du schaffst es. Na los.
Ladies. Du zuerst, Molly. Nein, du. Bitte. Nun, meine Freunde, soweit ist alles gut gegangen. Also dann, wer hat die Courage, seinen zuerst zu zeigen? Die Furcht loszuwerden, damit die süße Erleichterung ihren Platz einnehmen kann. Kommen Sie, kommen Sie. Haben Sie noch nie gehört, dass die Götter die Furchtsamen bestrafen? Buster, ich liebe dich. Na los, Sandra, zeig uns den Stein. Ich kann nicht, Robbie. Ich kann nicht. Ich weiß, es ist Donnie. Ich weiß, dass er es ist. Ich habe noch nie Glück gehabt. Weiß. Mrs. Robbie Shaw? Jill? Ich kann nicht. Ich dachte, ich könnte es, aber ich kann nicht. Es tut mir leid. Mr. Bright? Henry? Wären Sie so freundlich? Nein! Nein! Bleib hier! Nein! 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 Pip, Mami kommt, mein Schätzchen. Mami kommt, mein Schätzchen. Mike. Nein, das ist... Das kann unmöglich sein. Sie kriegen meinen Sohn nicht. Ich kann Ihren Schmerz verstehen, Molly. Sie haben die Bedingungen akzeptiert, tut mir leid. Nein, Sie haben das getan. Sie haben das irgendwie manipuliert. Ich versichere Ihnen, dass dem nicht so ist. Das Spiel war, wie Sie ausdrücken würden, ehrlich. Und da ich glaube, dass lang hingezogene Abschiede den Schmerz nur vergrößern... Nein, das können Sie nicht tun! Ladies and Gentlemen, Bewohner von Little Tall, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie mir gegenüber gezeigt haben. Die Versammlung wird hiermit aufgelöst. Und ich darf hinzufügen,
Je weniger sie der Außenwelt von unserem Arrangement erzählen, umso zufriedener und glücklicher werden sie sein, das verspreche ich ihnen. Natürlich liegt allein bei ihnen selbst die Entscheidung, wie sie damit verfahren. Damit nehme ich meinen neuen Schützling und überlasse sie ihren Gedanken. Mögen es glückliche sein. Du solltest jetzt lieber nicht... Fass mich nicht an! Keiner von euch fasst mich an! Nie wieder! Niemand von euch fasst mich an! Sie und Mike, wie lange haben Sie nicht mehr miteinander geschlafen? 5 Monate. Das letzte Mal in der Nacht vor dem großen Sturm. Der Sturm des Jahrhunderts. Als Sie Ihren Sohn verloren? So ist es. Als ich meinen Sohn verloren habe. Und Mike macht Sie für diesen Verlust verantwortlich? Ich denke, er wird mich verlassen. Davor haben Sie Angst, nicht wahr? Ich glaube, ihm gehen die Argumente aus, zu bleiben. Verstehen Sie, was ich damit meine? Molly, erzählen Sie mir noch mal, was mit Ralphie passiert ist. Warum? Wir haben das doch schon durchgekaut. Was soll das bringen? Er ist weg. Ich meine, was soll das bringen? Es war am 2. Tag. Wir waren alle im Rathaus, um Schutz zu suchen. Dieser Sturm, Sie können sich nicht vorstellen, wie schlimm der war. Ich weiß, ich war hier. Ja, Lisa, Sie waren hier auf dem Festland. Auf der Insel war es anders. Alles ist auf der Insel anders. Wir hätten nicht rausgehen sollen, besonders die Kinder nicht. Wir haben den Sturm unterschätzt.
Viele Leute liefen los und verirrten sich. Alfie war einer von ihnen. Angie Carver fand den Weg zurück, aber außer ihr sonst niemand. Mike. Wenn du was sagen willst, sag es besser jetzt. Die Fähre geht in 20 Minuten. Ich habe nicht vor, sie zu verpassen. Wo willst du hin? Mike, tu's nicht. Geh nicht weg. Würde es etwas bringen, wenn ich dir sage, dass ich seit Februar keine Nacht mehr durchgeschlafen habe? Würde es was nützen, wenn ich dir sage, dass das Ganze vielleicht ein Fehler war? Ich muss gehen, Hutch. Robbie lässt dir ausrichten, dass du den Job als Constable jederzeit zurückhaben kannst, wenn du willst. Du musst nur Bescheid sagen. Nein, ich bin hier fertig. Ich hab's versucht, aber ich kann nicht mehr. Molly braucht dich. Hast du gesehen, wie es ihr jetzt geht? Hast du überhaupt hingesehen? Pass auf sie auf, okay? Ja. Melinda geht's auch nicht besonders gut. Sie nimmt ständig Beruhigungsmittel. Ich glaube, sie ist abhängig. Das tut mir leid. Aber wenigstens hast du deine Tochter. Vielleicht schläfst du nicht besonders gut. Aber du kannst nachts an Pippas Bett gehen und zusehen, wie sie schläft. Jede Nacht, wenn du willst. Nicht wahr? Viel Glück, Hutch. Er lief hinaus in das Schneegestöber. Vielleicht war er mit Bill Timmons zusammen, unserem Tankwart, der... Der Gedanke gefällt mir. So war er am Ende nicht allein. Sie haben wohl die Orientierung verloren und liefen direkt in die See. Die beiden wurden nie gefunden. Vieles von der Geschichte haben Sie mir nicht erzählt, nicht wahr? Solange Sie das nicht tun, solange Sie es niemandem erzählen, wird es weiter an Ihnen nagen. Es nagt, völlig egal, was ich tue. Manche Wunden heilen niemals, das habe ich früher nicht verstanden, aber jetzt weiß ich es. Molly, warum hasst Ihr Mann Sie so? Was ist wirklich mit Rafi passiert? Er ist weggelaufen. Menschen tun das. Sie verirren sich. Was ist mit Ralphie passiert? Er hat sich im Schneegestöber verirrt. Er hat sich im Sturm verlaufen. Das alles geschah vor 9 Jahren. Ich habe meinen Wagen vollgetankt und habe mich mit der Fähre übersetzen lassen. Ich bin nie zurückgekommen. Ich kümmerte mich nur darum, dass ich die Sonnenbrille aufsetzte, wenn die Sonne unterging. Jede Meile auf dem Tacho bedeutete eine Meile weiter weg von Little Tall. Molly bekam die Konten, die Versicherung, den Laden, das Haus und ein kleines Stückchen Land, das wir in Vanceboro besaßen. Ich bekam den Wagen und meinen Seelenfrieden. Das, was davon übrig war.
Jetzt wohne ich hier. Wieder am Wasser. Ironie des Schicksals, ja? Aber irgendwie ist der Pazifik anders. Er hat nicht diesen harten Glanz, wenn die Tage sich dem Winter zuneigen. Und er verkörpert nicht dieselben Erinnerungen. Ich ging wieder zur Schule, machte den Abschluss als Rechtspfleger und hing ein Jahr Buchführung dran. Ich dachte darüber nach, Jura zu studieren, überlegte es mir aber anders. Ich hatte als Ladenbesitzer auf einer Insel vor Maine angefangen und war nun Federal Marshal. Wie finden Sie das? Manchmal kommt mir die Insel sehr weit weg vor und Andre Linoche ist wie ein böser Traum, den ich hatte. Manchmal, wenn ich spät nachts aufwache und versuche, nicht zu schreien, ist mir das alles sehr nah. Und wie ich schon am Anfang sagte, ich habe immer noch Kontakt. Melinda Hatcher starb im Oktober 1990. Die Zeitung schrieb, dass es ein Herzanfall war. Ursula Gozzo schickte mir den Zeitungsausschnitt. Sicher wurde über ihren Tod spekuliert. Die Pumpe gibt nicht einfach so mit 35 Jahren auf. Aber sowas kann passieren. Molly und Hatch heirateten im Mai 1993. Ursula hat mir diesen Zeitungsausschnitt auch geschickt. Wie ich höre, ergänzen sich die beiden sehr gut. Ich bin froh. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Das meine ich von ganzem Herzen. Nicht jeder aus Little Tall hatte so viel Glück. Jack und Angie Carver ließen sich etwa 2 Monate nach der Hochzeit von Hatch und Molly scheiden. Jack kämpfte um die Vormundschaft für Buster. Eine böse Geschichte. Er verlor. Er zog von der Insel fort, nach Lewiston. Er mietete sich dort ein Zimmer und im Spätsommer 1994 brachte er sich eines Nachts um. Er hinterließ das bisschen, was er hatte, einem Kerl namens Harmon Brodsky, der bei einer Kneipenschlägerei in den 80ern ein Auge verloren hatte. Robbie Beals baute das alte Fischhaus auf den Docks wieder auf und stellte Kirk Freeman als Arbeiter ein. Kirk erzählte, Robbies Frau Sandra ist im Frühjahr 96 eines Morgens ganz früh erschienen, bekleidet mit einem gelben Regenmantel und roten Stiefeln, und sagte, sie wolle ein bisschen Boot fahren. Es hat ihm nicht gefallen, wie sie aussah. Er sagt, sie sah aus, als würde sie mit offenen Augen träumen. Aber was hätte er tun sollen? Es war ein milder Morgen, kein Wind, kaum Seegang und sie war die Frau des Chefs. Sie fanden das Boot, aber Sandy fanden sie nicht. Irgendwas war seltsam an der Sache, aber sie wussten nicht, was sie davon halten sollten. Es gab Leute auf der Insel, die bei der Aufklärung hätten helfen können, aber Inselbewohner können ein Geheimnis bewahren. Wir haben unseren Teil damals 1989 für uns behalten und die Menschen, die dort leben, tun das immer noch. In dieser Welt hat alles einen Preis. Es gibt nichts umsonst. Manchmal muss man nur sehr wenig bezahlen, meistens aber sehr viel. Und manchmal mit allem, was man hat. Diese Lektion, dachte ich, hätte ich vor 9 Jahren auf Little Tall während des Sturms des Jahrhunderts gelernt. Aber ich habe mich geirrt. Der Lernprozess hat während des Sturms nur begonnen. Vorige Woche habe ich ihn beendet.
Ich hätte Molly schreiben können, um es ihr zu erzählen. Ich habe darüber nachgedacht und sogar gebetet. Wenn jede Alternative wehtut, wie soll man dann unterscheiden, welche die richtige ist? Am Ende habe ich geschwiegen. Manchmal, spät nachts, wenn ich nicht schlafen kann, denke ich, dass es falsch war. Aber am Tage weiß ich es besser. Am Tage weiß ich es besser.